So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Franz vs. Streak bei Let's Play WWE 2K14 Defeat the Streak. Und hier haben wir einen, der sich doch öfter schon gewünscht wurde, und zwar Jeff Hardy. Und jetzt habt ihr ihn. Wir spielen gegen Undertaker, ist ja klar. Und ich habe WrestleMania 18 Arena, glaube ich, eingestellt. So, sollte ganz gut am Start sein, oder sollte ganz gut laufen eigentlich. Warum ist mein Akku alle fast? Ja, nein. Wird geladen? Ich habe doch gar kein Kabel dran, ne? Spinnt der Controller rum? Ich weiß nicht. Im TNA-Attire. Tut mir leid, dass ich jetzt nicht irgendwie, altes WWE-Attire genommen habe oder so. Ich hoffe, das ist okay. Los geht's. Also, Match Information, Special Moves, Swanton und Twist of Fate. Das ist gut, dass ich auch mal einen Standing Finisher habe. Nicht so wie gestern. Ne? Ihr kennt ihn jetzt. Whisper in the Wind und Godbuster. Reicht mir, dass ich, ein Standing Signature Move hat und habe und Finisher. Das reicht mir voll und ganz. So, Reverse. Warum das Ganze alles auf Englisch ist, solltet ihr mittlerweile wissen. Guckt einfach mal 2 Episoden zuvor. Dort habe ich alles fein säuberlich und sachlich erklärt. So, der Undertaker gut dabei hier, ne? Ich habe Undertaker WrestleMania 23 hier teilgenommen. Cool. Jetzt geht's mal auf Top Rope und Missile Dropkick, jawohl. Achso, Match Abilities. Haben wir Move Thief? Nein. Resiliency haben wir dafür und Comeback. Das sollte ganz nützlich sein. Comeback auch im Ernstfall. Nein, komm her, komm her. Und mit wem soll ich das nächste Mal versuchen, die Streak vom Undertaker zu brechen? Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare. Wird alles mit beachtet. Ich hoffe, ja, ich gucke meistens möglichst darauf, dass ich den nehme, der die meisten Vorschläge hat oder der sich am meisten gewünscht wurde und der natürlich noch nicht hier im Franz vs. Streak Let's Play aufgetaucht ist oder so. So, Punch, 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 Punch. Punches sind immer gut. Vor allem in WWE 2K14 sitzen dort immer sehr schön. Ist noch unangeschlagen. So, am Anfang, wie gesagt, immer ein bisschen im Ring noch bleiben. Finde ich ganz cool. So, und erst sobald er einen Signature-Move hat oder sobald er sich anbahnt, gehe ich raus. Dann gehe ich raus. Und ich glaube nicht, dass wir ihn die Swordenbomb zeigen werden. Ich meine, ich kann es probieren, wenn ich gleich einen Finisher habe, dass ich wenigstens am Anfang zeige. Und ja, sonst habe ich Befürchtung, dass die Announcements gekommen werden. Die guten Swordenbombs. Na, raus mit dir. Na, oh, jetzt kriegen wir das Seil hinuntergezogen. Oder uns wird das Seil hinuntergezogen, wie auch immer. Take him mit seinen coolen Flying Close Lines. Aber wir können auch Content und Closer hinterher setzen. Sind ja eigentlich Lariats. Ich entschuldige mich. So, Running. Luther's Press. So, Top Rope. Haben wir noch Schönes? Wieder ein bisschen Dropkick. So, nicht mehr lange bis zum Finisher. Den habe ich nicht gekonnt, vielleicht. Na, hörst du mal auf hier. Soll denn der Mist? Nö. Wieder aufs Top Rope. Und jetzt müsste Dropkick. Sollte sitzen. Nee. Komm, bitte. Hab kein Signature Move. Ich will doch noch meinen Signature Move zeigen. Die Whisper in the Wind. Und jetzt kommt schon das erste Cover. Wir haben Resiliency. Das sollte ganz nützlich sein. So, Whisper in the Wind, meine Freunde. Da kommt er auch schon. Er sollte perfekt liegen. Naja, so halb. Für Swanenbomb. Dann kommt die auch schon. Cover hinterhergesetzt. Natürlich kommt er. Was auch sonst. Was auch sonst. Wenn wir jetzt verlieren, dann macht das Ding nochmal. Ahahaha, gekontet. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht von mir. Tut mir leid, muss ich ganz einfach sagen. In den Pin direkt. Rope Break sollte es nicht sein. Cover. Eins. Wie? Pinversuch. Oder Twist of Fate. Kann ihn Pin hinterher direkt setzen? Nein. So, Pin-Versuch. Eins, zwei, oh, das war knapp. Das war knapp, ganz ehrlich. Aber langsam ist auch zu viel des Guten, ne? Sollte eventuell aus dem Ring gehen. Comeback könnte ich jetzt schon ansetzen, will ich aber noch nicht. Langsam müsste ich... Nein, ich probiere... Komm, ich gehe mal, risikoreich hier. Probier mal den zweiten Finisher auch anzusetzen. Ne, okay, doch nicht mehr. Ich hab's mir anders überlegt. Komm, Konter. Na, ah, Mist. Aber aus
Daraus soll ich noch rauskommen irgendwie. L1, L1, habe ich aus dem Ring. Keine Möglichkeit, aus dem Ring zu gehen. Das soll ich noch hinkriegen, jawohl. Bevor du aus dem Ring. So, nee, mein Freund. Ganz ehrlich, so nicht. So, komm her. Dreh mich um. Jawohl! Jawohl! So, habe ich mir das vorgestellt. Ja, komm her hier. Nick, warte mal, ich will mein Twist of Fate durch den Tisch zeigen. Habe ich noch nie gemacht. Oder, ja, die Moves werden immer gerne gekonnt, deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtiger. Wir sind ja noch relativ in der Anfangsphase dieses Matches. Daher kann ich es ja auch mal riskieren. So. Rauf mit dir hier. Und OMG-Moment. Komm, komm, komm. Nicht kontern. Nicht kontern. Zieh durch. Zieh durch. Jawohl. Der Twist of Fate. Through the table. Oh my God. Ich muss die Resiliency noch wegkriegen. Das heißt Submission auf dem Kopf. Grundgüter. You have earned a trophy. Ach, Grundgütiger. Mein Fehler. Grundgüter ist auch schön. Grundgüter war was anderes, ne? Nein. Ich frage mich, ob ich, wenn ich jetzt die Resiliency wegbekomme, dann Twist of Fate zeige, ob das schon reichen würde. Ich bezweifle es, deswegen werde ich hier noch ein bisschen das Ganze hinauszögern. Ja. Also ab. Wastelock. Kevin Klatsch bitte. Ah, scheiße. Von Nelson nur, ist auch okay. Aber geht nicht auf den Kopf. Ich brauche eine Submission, die auf den Kopf geht. Na komm. Na komm, Taker. Kommste. Kommste. Wir gehen zur Stage. Ganz langsam, aber sicher. Zwischendurch mal taunten. Hinten sieht so aus, als wären wir im Käfig eingesperrt, aber sind bloß die Flecke vom Ministron. Flecke finde ich auch gut. Einmal down. Down. Machen wir Godbuster jetzt als Signature Move, ist ja klar. Badam. Sehr nice gemacht. Ist auch schon orange am Körper, dann kann ich auch dort. Oh nö, oh nö, oh nö. Na, Taker, kommst du her? Er bleibt stehen, er hat gelernt anscheinend. Dreh mich, dreh mich, dreh mich, dreh mich, dreh mich. Jawoll! Hihihihi. Und. Bam! Hihihi. So, nochmal probieren. Twist of Fate hier. Bist du dabei? Drehen. Okay, der sitzt jetzt aber diesmal. Jawoll. Sehr schön, das Replay da hinten auch. Mal gleich nochmal. Geht auf den Kopf und Körper. Ich bin mir nicht sicher. Was für diese Submission? Weiß ich nicht. Oh. 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 Ja, schon wieder ein Signature Move. Das ist ja wohl nicht möglich. Hahaha. I'm the best around. Never gonna give you up. Oder wie das Lied geht. So, also, der auch mein guter. Und Twist of Fate. Badam. Kann ich schon mal taunten, während ich warte, dass er wieder aufsteht. Müsste aber auch rot am Körper sein, ist er nicht. Dann gehe ich ein bisschen mit der Submission. Auf ihn. Aber mit Jeff Hardy läuft es bis jetzt ganz gut hier so, ne? Und auch gute Attributspunkte. Und bei 90 ist er gerankt. Vielleicht von der Seite eine Submission, wer wird das? Camel Clutch! Geht auch noch auf den Körper. Die Wirbelsäule. Beziehungsweise man kann. Na, um diese Art geht es auch auf den Hals, ne? So, jetzt ist er rot. Das heißt, erstmal müssen wir darauf achten, dass wir den Finisher irgendwie kontern. Komm, drehen, drehen, drehen. Na, too fast! Too fast! Zu früh! Da wollte ich zu viel. Da tut mir leid, Leute. Da tut mir leid. Na.
So. Na, kommst du angelaufen? Er ist rot am Kopf. Im Signature Move. So, das heißt, er soll. Nein, oh, komm hier, komm. Mach keinen Scheiß, Taker. Mach keinen Scheiß. Wir sind gestretched hinten am. Titantron. Nein, nicht zurück in den Ring. Nicht zurück in den Ring. Noch nicht. Badam, badam, nur Death Press. Das ist ein Signature Move. Okay. Na komm, den spike ich mir jetzt auf. Und gehe jetzt lieber auf Beine oder so. Hoffe, dass ich den nicht verliere. Einmal um die Ecke. Komm her. Musst du Resiliency noch wegkriegen? Na, Mann! Konnte er. Du fährst? Ist doch nicht dein Ernst. Mann! Auch sehr schön gemacht hier vom Taker. Kann man nicht anders sagen. Don't walk into. Wie too fast? Ich war fast zu spät. Da muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Noch nö. Leg Drop. Hat er bestimmt einen Signature Move gleich, ne? Nee. Da will ich nochmal raus. Da muss ich raus. Steh auf, Hardy. Ich geh raus, danke. Dann mach ich hier in der Nähe eine Submission. Ey. Der hat einen Signature Move, ne? Hat er einen Signature Move? Well, it feels like. Er schickt uns und. Nein! Nicht in den Ring schicken! Nicht in den Ring schicken! Steh auf, Hardy! Raus, jawohl! Komm! Komm! Drehen und drehen, 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 drehen! Hahaha! Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Badam! Signature Move. Ab geht's. Godbuster zieht nach Kotte aus. Nein! Trotzdem brauche ich noch eine Submission, um die Resiliency wegzukriegen. Nützen mir auch drei Finisher nichts. Hör auf jetzt hier! Jetzt komm, jawohl, das ist es. Die Resiliency ist weg. Aber sowas von. Dann setze ich gleich nochmal ein Spear an durch die Barrikade. Und dann gehe ich in den Ring. In den Ring geht's dann. Through the barricade! Boom! Haha. So. Komm in den Ring, Taker. Komm in den Ring, dann kriegst du nämlich was Schönes ab. Und ich hoffe einfach mal, dass die Lichter da nicht ausgehen. Das wäre ganz praktisch so. Also, fuck. So. Das sieht gut aus. Nicht ausgehen, Lichter. Nicht ausgehen. Nein. Scheiße, wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin unten rechts, glaube ich. Ne, oh. Okay, weg, 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 weg. Gut. Alles easy. Alles easy peasy. Dreh mich um, dreh mich um. Hahaha. Immer wieder der gleiche Mist. Ist das nicht schön? Und du darfst sogar nochmal in den Ring kommen. Mit drei Finishern am Start. So, zack. Nein. Fuck you. Mit Finisher pinne ich dich nicht. Ganz einfach. So sind meine Regeln und dabei bleibst auch. Dreh mich um, dreh mich um, dreh mich um, dreh mich um. Ich bin der Pro, ganz einfach. Aber bin gespannt, wie oft ich den reversed habe. Kann mir jemand in die Kommentare schreiben, wie oft ich den jetzt reversed habe? In diesem Match. So, langsam. Ist auch mal gut hier mit den ganzen Finisher vom Undertaker.
Hat er gerade gemacht. Hat er etwa 80 Karten Finisher zusammengebastelt? Ich weiß nicht. Komm, komm. Nicht kontern. Jawohl. Das ist es. Jetzt nur noch Pin. Das sieht gut aus. Und 1, 2, 3. Boom. Jeff Hardy wins by way of pinfall. Boom. Dem es mit AWD ja letztes Mal nicht so schön war. Jetzt wieder mit Jeff Hardy 1-1 glückt. Und was ein Match. Und wie oft ich das Ding gekontert habe. Bin ich aber gespannt, wie hoch mein Reversal-Bonus ist. Ich meine, das sollte einer meiner Rekorde sein. Bezüglich Finisher oder Tombstone-Content. Sehr nice. Exit. Hoffentlich stößt das Spiel nicht wieder ab. Wäre ganz gut. Oder Freeze. 88.000 neuer Rekord, jawoll! Boom! Da will ich aber wissen, welcher Platz ich bin. Ganz eindeutig, da will ich wissen. Wenn ich schreibe ich euch das später in den ins Video rein, weil es dauert ja manchmal immer. Gucken wir uns an. Finisher Reversal Bonus, fast 10.000, also 9.400. Resiliency Bonus, weil wir nicht eingesetzt haben. Nur Non-Use? Ach, Non-Use. Non-Use, wollte ich sagen, ist Bonus falsch geschrieben, aber Non-Use, alles klar. Non-Use, jawoll, Win-Bonus! Richtig klasse, 88.000 mit einer normalen Matchzeit, so das ist geil. Natürlich hochladen, ey, wehe, PSN ist gerade abgemeldet oder so, das wäre richtig doof. Das wäre richtig mies. Ansonsten gucke ich jetzt einfach so im Ranking und kann euch auch sagen, welchen Platz ich bin. So, weil der Rank ist noch der alte. Deswegen gucke ich in den Statistiken nach. Also Jeff Hardy hält jetzt bei mir den Rekord mit 88.000. Weekly Rankings. 88.000, so, siehst du, da ist noch die alte. 88.000, ich müsste ja in dem Top 100 wieder sein. Oh, ziemlich hoch bin ich ja denn. Oh, guckt euch das an. 88.177. Hohoho, hier war nicht, warte. 88.001. Dann bin ich. Da. 24. Krasse Scheiße, 24. In wöchentlichen Rankings. Mal gucken, wie viele der erste hat. 125.000, okay. Ja, dazu müsste man halt lange Matches machen und richtig viel Content. Und keine Resilienz einsetzen und was nicht alles. Weiß nicht, vielleicht mal ein Projekt für die Zukunft, man weiß es nicht. Vielleicht, wenn WWE 2K15 rauskommt. Spiel ich nochmal WWE 2K14. Wenn also ja, dann spielt es keiner mehr. Und dann mache ich mir hier, bin ich ja mein normales Match und bin der erste. Das mache ich. Gut, das soll es gewesen sein. Also 24. oder so, ne? Und ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Um 16 Uhr, französisches Streak mit eurem Finisher. Mein Gott, Wrestler-Vorschlägen, die gegen Undertaker antreten sollen. Das soll es gewesen sein. Bis dann, euer Franz von Zock. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss! Jawohl, würde ich sagen. Neuer Highscore. 88.177 und unter den Top 30... in den wöchentlichen Rankings. Krasse Scheiße. Jeff Hardy, der gute Mann, hat ein gutes Match geliefert und wir haben ziemlich oft kontern können. Finisher Reversal Bonus bei über 9.000 habe ich auch noch nicht geschafft. Ja, was sagt ihr zu dieser Episode und Wrestler-Vorschläge in die Kommentare? Daumen hoch wäre auch cool und bis dahin, euer Franz sagt, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.